Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die Situation in Jemen ist katastrophal. Wir sind Zeugen eines verheerenden Stellvertreterkrieges. Dieser findet in der deutschen Öffentlichkeit aber viel zu wenig Beachtung. Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Stopp von Rüstungsgütern in die Region ist deshalb ein richtiger Schritt. Allerdings in Anbetracht der Entwicklung in den letzten 48 Monaten war dieser Schritt schon längst überfällig. Wir Freien Demokraten lehnen die Exporte und Waffenlieferungen in Krisengebiete ab. Der Hauptgrund der humanitären Katastrophe sind allerdings die Kämpfe Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten gegen die Houthi-Rebellen. Die Ausweitung der Luftschläge Saudi-Arabiens auf zivile Einrichtungen lässt die Opferzahlen noch steigen. Straßen, Brücken, wir haben es bereits gehört, und kritische Infrastrukturen sind stark beschädigt oder zerstört. Darunter leidet besonders die Landbevölkerung, die von jeglicher Hilfe abgeschnitten wird. Die Einfuhr von Hilfsgütern verläuft äußerst schleppend und seit 2015 unterliegt Jemen einer Seeblockade. Mit Ausnahme von Al-Hudaida kontrolliert Saudi-Arabien alle wichtigen Häfen. Für ein Land, das 90% seiner Nahrungsmittel importiert, ist das verheerend. Meine Damen und Herren, die Friedensfindung im Land wird ein langer Weg sein. Die Bevölkerung kann nicht so lange warten, und deshalb steht jetzt im Vordergrund die Verbesserung der humanitären Situation. Als erstes ist es wichtig, die Infrastruktur wiederherzustellen, um die Verteilung dringend benötigter Hilfslieferungen zu gewährleisten. Dafür müssen alle Güter die Häfen des Landes erreichen können. Es wäre deshalb geraten, dass die Bundesregierung aktuell Druck auf die saudi-arabische Regierung ausübt, damit wenigstens in dem einzigen Hafen, der zugänglich ist, ermöglicht wird, die großen Kräne aufzubauen, damit tatsächlich auch die humanitäre Hilfe ankommt. Die Mobilität von Waren und Personen sollte in allen Landesteilen gewährleistet sein. Wir Freien Demokraten sehen die Notwendigkeit eines breiten politischen Engagements, denn neben der unmittelbaren Hilfe gilt es, eine Entwicklungsperspektive und einen funktionierenden Staat zu schaffen. Der Gesprächsprozess unter Führung der Vereinten Nationen ist daher zu unterstützen und weiterzuführen. Alle beteiligten Akteure, staatliche und nichtstaatliche, sind an den Verhandlungstisch zu bringen. Meine Damen und Herren, für den Jemen gibt es keine einfachen Lösungen. Deutschland ist gut beraten, hier im Europäischen Verbund vorzugehen, bei der einheitlichen Restriktion von Rüstungsexporten in Krisenregionen, bei der humanitären Hilfe sowie bei der langfristigen politischen Lösung. In diesem Kontext wiederholen wir unseren heutigen Appell, den mein Kollege Alexander Graf Lambsdorff heute vorgetragen hat, für eine handlungsfähige europäische Außenpolitik. Dem Überweisungsvorschlag in den Ausschuss werden wir zustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Alt. Als nächstes für die Fraktion Die Linke der Kollege Stefan Liebig.